Das heißt also, dann wird bei, da unten beim Preis stehen 1,2 Billion plus 34 Goldcoins. Das heißt also, ihr müsst 200 Millionen mehr zahlen. Die 200 Millionen, die gehen in die Gildenkasse. Quasi für die Fortress. Checkt ihr? Also, ne? Keine Panik, alles richtig so. Genau wie mit den Waffen. Da war mal kleine Diskussion, also quasi sowas wie... Boah, hier, ba, ba, ba. Leute müssen erstmal denken. Das sind die 20%. Seht ihr? Dafür braucht ihr 50 Bill für eine Weapon. Ich bin schon bei 26. 26 Bill. Okay. 26 Bill ist reines Botten nur, ne? Reines Botten. Das heißt also, wenn ihr reines Botten macht, mit einem Account, seid ihr so bei 3 Monaten, 4 Monaten, habt ihr Nissan. Seid ihr am Verkaufen, seid ihr am Traden, Tiefen, Handen, was weiß ich, habt ihr das innerhalb von maximal vielleicht 3 Wochen. Ne? Was mir wirklich auf dem Server gefällt, ist, dass die Suns schwer zu bekommen sind. Die kriegt man wirklich nur durch aktive Spielen und lange Spielen. Ich kann den GM auch gut verstehen. Der GM will nicht, dass der Server eine, sag mal, einen Monat alt ist und jeder rennt mit Nissan rum. Das muss gespielt werden, Leute. Und wenn ich wieder höre, oh, das dauert ja ewig, da kann ich ja besser ISRO zocken. Na dann, spiel ISRO. In meinem ganzen Silcode, ne? Ganzen Silcode-Zeit, wo ich gespielt habe, ich glaube über 10 Jahre oder sowas, habe ich nicht ein fucking Seal of Stardrop bekommen. Aber ist egal, macht was ihr wollt. Macht was ihr wollt, hier habt ihr wenigstens noch die Chance. Und ja, Forgotten World muss auf jeden Fall heute getestet werden. Auf jeden Fall. Von der Kohle geht 20% in die Gildenkasse. Ist nicht teuer. Es ist teuer. Es ist verdammt teuer. Aber deswegen will auch jeder die Fortress von der Yangan. Seid nicht doof, Leute. Seid echt nicht doof. Das Blöde ist immer, dann werden immer die Leute quasi immer irgendein Gildenmitglied von Fasamaka fragen, ob er für die kauft. Deswegen... Was? 200.000 Anzahl der Billionen, die man braucht? 200 Millionen. Was? Ja. Ja, muss man hier, glaube ich, auch nicht verstehen. Also Leute, kommt nicht durcheinander. Es ist alles richtig so. Magic Pop könnt ihr für 500.000 kaufen. Was? Oder 5 Millionen? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 50 Millionen. 50 Millionen ein Magic Pop. Theoretisch fehlen mir hier noch 10 Bill. Dann hätte ich ein Necklace. Kauf mir immer zuerst Necklace. Dann kommt die Ohrringe. Und danach die Ringe. Ich habe gelesen, dass es nicht teuer ist. Aber ganz ehrlich, 200 Millionen für die Gildenkasse, das ist schon, das ist doch teuer. Das ist, überleg mal, wenn jeder hier irgendwann kauft. Apropos. Lass mal was checken. Das ist die Fortress. Il-Yangan. Also wie gesagt, wir sind komplett umgeskillt von STR auf Int. Ich habe jetzt Cold Lightning 100-100 genommen. Vorher nix. Vorher ist auch nix. Bitchen Lightning und Cold 100. It's better for Full Int Nuker. So, nur der Guildmaster kann das hier ändern. Das ist der Tax, wie viel Prozent quasi wir wollen. Mittlerweile liegt wieder 7 Bill. 7 Bill. Also die Fortress in Yangan ist sehr beliebt, Leute. Sehr beliebt.
Was ich auch ein bisschen gemein finde, weil in Hotan ist ja auch eine Fortress. Aber ich denke mal, da kommt auch noch was rein. Es werden noch so viele Updates auf dem Server gemacht. Hoffe ich. Okay, warum ist das Tor offen? Warum macht das keiner zu? Da kann doch jeder rein. Ich kann das nicht zumachen, ne? Nee. Ich bin ja nur ein Produktionsadministrator. Ich habe versucht... Warte mal. Warte mal. Produktion. Ich kann auch irgendwas produzieren, oder nicht? Da, Taisu. Ich kann einen nehmen. Yay! 5 Taisus. So, das sind wieder 5 und nichts mehr. Wie viel machen wir denn jetzt? 10? Wir machen 10 Stück. Dauert 7 Tage. Hohoho, 10 Stück für 7 Tage. Können wir das abbrechen? Obwohl, ist ja scheißegal. Dann halt nächsten Freitag haben wir 10. Ich habe jetzt noch 5. Fuck off. Repair Tool. Small. Flag of Defense. Flag of Healing. Large. Gold Platin. What is that? Ah, okay. Das sind diese riesen Frösche, ne? The Big Quack. Quack. Nein, es kostet nicht für jeden gleich. Ein Gildenmitglied. Da steht wirklich 999. Also quasi eine Bill. Einer, der nicht in der Gilde ist. Da steht wirklich 1,1999999 Bill. Wir, die Gilde, zahlt nichts für die 20%. Oder an die 20%. Zahlen wir nicht. Irgendwas wollte ich wieder. Ja, Hauptsache Taisu, nochmal 10 Stück reingeballert. Irgendwas konnten wir noch machen. Ich verstehe eins nicht. Ach so. Ja, das verstehe ich. Wieso kann ich hier nichts machen? Eins verstehe ich nicht. Was bedeutet das hier? Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was das hier ist. What is that? Cave of Discipline. What is Cave of Discipline? Create Cave of Discipline. Generate, sorry. So, I generate one. Oh, that can only make a Guildmaster. I am not Guildmaster. My sword is plus 10. My sword is plus 10. So, wir haben nur noch eine halbe Stunde für Medusa Party. Medusa, Medusa. Ich mach meine Party nochmal auf. 42. Das kann auch, glaube ich, nur der Administrator. Die Administratoren können das nur. Oder Deputy, genau. Commander, Deputies können das machen. Alles hier ändern. Da kannst du quasi dein Herz aufpeppen und Construction machen und so. Weißt du, ich habe so einen richtigen Reiz, die scheiß Sword auf plus 11 zu machen, wisst ihr? Da juckt es so richtig in den Fingern. So richtig. Immortal, Steady Lucky. Ich meine, Elkira haben wir ja genug. Silksam auch. Moment, noch genug. Max ist plus 15. Mit ADV plus 17. Was haben wir denn hier noch? Was
stehen da oben für Leute? Ach so, das sind diese NPCs. Dingsbums. Ah, understand. Oh oh. Guck mal, wie viele hier rumstehen. Alle Boas. Alle Boas. Meinte, ich komme mit weiter Attacken runter? Stimmt, ne? Oh ja, da will jemand, dass die Fortress nicht eingenommen wird. Egal, gehen wir mal wieder zurück. Ach, jetzt weiß ich wieder, was wir testen wollten. Dafür brauche ich nicht den. Nehmen wir den hier. Jetzt weiß ich, was wir testen wollten. Trader-Anzug an und go. Wisst ihr, was ich meine? Du. Wo haben wir den Trader-Anzug? Trader, warum bin ich Trader eigentlich? Hä? I'm in a pot. Fuck off, I need to test it. Dum. Komm, rennen wir hin. Mit dem Vogel. Du. So. Aber was mich wirklich traurig macht, dass einfach die Leute den Server hier nicht schätzen oder die Server nicht ausprobieren. Die sehen nur... Ich guck mal eben ganz kurz, wie viele Leute gerade online sind. Zum Beispiel, was weiß ich. Es sind gerade 64 Leute online, ja? 64, dann sagen die Leute, oh, 64? Da spiele ich noch nicht mal drauf, ja. Das ist echt traurig, aber der Server hat es echt drauf. Der Server hat es wirklich drauf, Leute. Bam. Bam. Einmal umklatschen. Einmal richtig umklatschen. West Hunter Trader hier. Red Y or Black Y. Y. I think it's red. Yep. Ich bin auch mal wieder online. Ich werde jetzt auch öfters online sein. Oh ja. Ich will wieder Silco zocken. Wisst ihr, da das streamt man vielleicht so einen Monat nicht, vielleicht zwei Monate nicht, aber dann packt dich wieder dieses Silco-Feeling. Und dann sagst du, scheiße, im Moment, ganz ehrlich, scheiß auf alles, einen Tag brauche ich auch mal wieder für mich und Silco. Muss auch sein, weil, ja, ich zocke viel, wenn ich streame. Ich habe jetzt zwar oft Bot gestartet, ich habe auch einfach nur schnell Silks gekauft, schnell Magic Pop gemacht und so. Nebenbei mit Frauchen. Filmchen nebenbei geguckt und so, wisst ihr? Ah, ja. Warte mal, hier sind ja auch Level 97er. Hä? Okay. Silkwood hat wirklich irgendwas an sich. Wie gesagt, ich komme von Silkwood auch nicht weg. Das ist wie so ein Teufelsspiel. Wenn du Silkwood willst, geh da drauf. Lad's dir runter. Kann ich dir echt nur empfehlen. Ist ein richtig netter Privatserver.
Ich würde mich jetzt echt wundern, wenn wir da reinkommen, ne?